Seid ihr auch schon da? Ich bin die Anna von der JDRV und wir stehen hier vom Kriechbaumhof, einem super coolen alten Holzhaus, und das schauen wir uns heute mal genauer an. Mal schauen, ob jemand zu Hause ist. Hi Franzi! Hallo Anna! Ich bin heute da und schaue mir den Kriechbaumhof ein bisschen genauer an. Das ist ja schön, aber du kennst ihn doch schon super gut. Stimmt, ich bin hier schon in der Jugendgruppe gewesen, seitdem ich ungefähr 14 bin. Und wie lange bist du eigentlich schon da? Ich habe noch nicht so eine lange Vergangenheit. Bei mir sind es jetzt 2 Jahre fast. Ah, super. Kannst du mir vielleicht ein bisschen genaueres zum Kriechbaumhof erzählen? Na klar, ich glaube, wir fangen am besten im Garten an. Franzi erklärt mir, dass der Kriechbaumhof schon etwa 300 Jahre alt ist und eigentlich ein altes Herbergshaus war. Zwischenzeitlich hat man das ganze Haus eingelagert und erst 1985 wieder in Haidhausen aufgebaut. Jetzt ist das Haus so etwas wie die Vereinszentrale der Jugend im Alpenverein, in und um München. Wow, das ist super schön hier. Ja, das stimmt. Das ist wirklich ein Kleinod. Nicht nur das Haus, sondern auch der Garten. Das muss man wirklich sagen. Und der steht natürlich unseren Gruppen zur Verfügung und die machen hier wilde Spiele. Aber genauso gibt es Geburtstagsfeiern oder Hochzeiten. Und manchmal gibt es auch Gruppen, die hierher kommen regelmäßig, wie zum Beispiel eine Flüchtlingsgruppe, die zum Kochen das Haus nutzt und hier im Garten ihr Gemüse dafür anpflanzt. Ich bin echt beeindruckt, wie vielfältig der Kriechbaumhof genutzt wird. Franzi führt mich drinnen dann noch durch alle Räume. Und wenn man in so einem Holzhaus unterwegs ist, da fühlt man sich schon gar nicht mehr wie in einer Großstadt. Und es gibt sogar eine Küche. Ja, das ist super. Da kann man nämlich dann mit seiner Jugendgruppe hier einfallen und sich hier dann selbst noch verpflegen am Abend selber. Und wie funktioniert das eigentlich? Ich meine, dass hier alles sauber bleibt und alles da ist? Also für das Sauberbleiben haben wir natürlich zum Glück eine Reinigungsfirma. Das wäre schon ein bisschen viel verlangt. Aber dass so alles funktioniert und neue Ideen überlegt werden, wie man das Haus am besten nutzen kann, das macht die Bezirksjugendleitung. Und die spinnen immer wieder neue Ideen und dann wird versucht, das Ganze umzusetzen. Und da ist ja auch schon ganz schön viel vorangegangen in den letzten Jahren. Was gab es da so für Neuerungen oder Ideen, die umgesetzt wurden? Also was immer mal wieder Themen sind, ist, wie man das Haus zum Beispiel am besten einrichten kann. Dann kommt mal eine neue Sitzgruppe dazu fürs Kissenzimmer. Oder wie können die Leute sich verpflegen mit Getränken? Dann wird ein Getränkeschrank gebaut, an dem man sich bedienen darf. Und so gibt's ganz praktische Dinge und auch ganz schöne Dinge, wie zum Beispiel die Blumenkästen bepflanzen und sich das zu überlegen. Da ist auf jeden Fall immer was los und ständig was Neues. Gehen wir doch einfach weiter. For this your bitter light. So Anna, dann zeige ich dir gerne mal mein Büro noch. Hier darf ich sitzen, zusammen mit dem Andi, wenn er da ist, von der Landesgeschäftsstelle. Und ich arbeite für den Bezirk. Der Bezirk besteht aus einem gewählten Gremium, Vorstand und Bezirksjugendleitung, die quasi über alle Geschicke entscheiden, die die Jugendarbeit der JDRV in München betreffen. Was habt ihr denn da so als letztes gemacht? Also zum Beispiel ein ganz großes Ding ist natürlich das große Sonnenwendfest, wo ein großes Spiel stattgefunden hat mit Feuer und ganz vielen Jugendgruppen aus München. Und ansonsten sind jetzt natürlich im Sommer ganz viele Jugendfreizeiten, für die wir Fördergelder ausschütten und verteilen, damit tolle Veranstaltungen stattfinden können. Ja, ich denke, du wirst wahrscheinlich auch noch einiges zu tun haben. Ja, tatsächlich, heute Abend haben wir gleich auch noch eine Sitzung von der Bezirksjugendleitung. Da gibt es noch ein bisschen was vorzubereiten. Deswegen würde ich dich jetzt auch einfach weiterschicken. Herzliche Einladung, dir noch ein bisschen das Haus anzugucken. Du findest bestimmt noch 1, 2 interessante Ecken. Und ich setze mich wieder an den Rechner. Alles klar, dann schaue ich mal weiter. Ciao. Geht's ja noch weiter. Hallo. Hallo. Was machst du denn hier bei der JDRV? Ich bin der Werner, ich arbeite hier in der Landesgeschäftsstelle. Im Moment bin ich gerade damit beschäftigt, Material für den Bundesjugendleitertag vorzubereiten, der übernächstes Wochenende stattfindet. Beim Bundesjugendleitertag geht's immer heiß her. Das bedarf einiges an Vorbereitung. Was genau machst du denn hier im Kriechbaumhof?
Ich leite die Landesgeschäftsstelle der JDRV. Das heißt, ich bin zum einen direkt der ehrenamtlichen Landesjugendleitung unterstellt, die hier die politischen strategischen Entscheidungen treffen. Ich muss es umsetzen, muss sie beraten, begleiten. Ansonsten leite ich die Geschäftsstelle, kümmere mich um die Finanzierung und unsere Kernaufgabe ist die Qualifizierung von ehrenamtlichen Jugendleitern und Jugendleiterinnen in Bayern. Alles wichtige Aufgaben und zum Glück haben wir da so einen kompetenten Mann an unserer Seite. Und weiter geht's. Dann habe ich hinter dieser Luke noch das Ausrüstungslager gefunden. Nati erklärt mir, was es dort so alles gibt. Eigentlich kannst du hier fast alles ausleihen. Für den Winter haben wir vor allem Tourenski und Lawinenausrüstung. Für den Sommer kannst du Klettersachen, Hochtourenausrüstung, Sachen für den Klettersteig ausleihen. Also eigentlich für alles was dabei. Und auch für jeden? Mehr oder weniger. Eigentlich kann jedes DRV-Mitglied hier ausleihen, aber es ist vor allem für die Jugendmitglieder aus München gedacht. Also bis 27 Jahre? Genau, alle aus München bis 27 Jahre. Das ist super. Vor allem können die Jugendlichen hier die Ausrüstung ein bisschen günstiger bekommen und so kann wirklich jeder in die Berge gehen. Danke, Nati, für deine Zeit. Ja, klar, gerne. Ciao. Ciao. Hallo Kathi, was machst du denn hier? Hallo, ich habe jetzt Gruppenabend mit meiner Jugendgruppe. Und was habt ihr heute Abend vor? Wir machen Contest, bauen Eierfallschirme, schmeißen die dann vom ersten Stock und schauen, welches Ei am besten gehalten hat. Das hört sich richtig lustig an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ganz schön was los im Kriechbaumhof. Heute habe ich gelernt, dass dieses schöne Holzhaus nicht nur Treffpunkt für viele Gruppen ist, sondern dort auch Leute wie Franzi oder Werner arbeiten. Sie setzen um, was die ehrenamtlichen Gremien entscheiden. Und eins dieser Gremien treffe ich jetzt. Hallo? Was macht ihr denn hier? Hallo, wir sind die Bezirksjugendleitung. Wir haben uns heute getroffen, um über unsere Themen zu reden. Ah, super. Und ich sehe schon, es gibt leckere Brotzeit. Was wird denn heute so alles besprochen? Oh, wir haben zum Beispiel die Zuschüsse für den Ecuador-Austausch bei uns auf der Tagesordnung stehen. Das klingt spannend. Hier wird heute noch richtig gearbeitet. Ich lasse euch mal weiterarbeiten und wünsche euch guten Appetit. So, da bin ich wieder und habe richtig viel gelernt über die JDRV und den Kriechbaumhof. Und ich mache mich jetzt wieder auf die Socken mit frischer Luft in meinen Reifen. Und wenn es euch interessiert, findet ihr mehr dazu unter www.jdrv-münchen.de oder ihr kommt einfach vorbei hier in München in Haidhausen beim Kriechbaumhof. And a boy that just won't fight.